Hallo und herzlich willkommen zurück bei Two Weekend und Hallöle. Zwar mit For the King. Ja, in der letzten Folge sind wir ja ein bisschen abgekackt, also Dü und ich sind zweimal gestorben und müssen uns jetzt erstmal wieder hochheilen irgendwie. Das wird sicher auch werden, aber erstmal müssen wir bis dahin kommen zum Hochheilen. So, ich bin hier unten in meinem Lager. Ich glaube, ich werde hier unten in meinem Lager bleiben, ihr kommt ja dann einfach runter, ne? Ja, genau. Beziehungsweise ich so guck mal, ich könnte ja mal hier reingucken, was ist das? Eine dunkle Höhle, ein Mini-Dungeon, sind kurz, jedoch kann man ihnen erst nach Abschluss entkommen. Ah, also wenn wir da reingehen, ist doof. So, aber eine Schatztruhe, unbewacht im Freien stehend. Mal gucken, was drin ist. Gold. Natürlich, nehme ich mit. Gold. Und Kraut, um 3 Fokus wiederherzustellen, könnte ich benutzen, mache ich aber nicht. Ich sammle das Ding. Und ein primitiver Knüppel, Schmettern, Benommenheit, Schade gegen Untote. Ja, das wäre eigentlich auch wieder was für dich. Mhm. Das heißt, ich sammle das Teil nur. Eine Fackel, 11 körperlicher Schaden, brennender Schlag, flammender Schwung und ein Entdeckungsabstand. Ich sammle das Teil auch, weil ich nicht weiß, ob ich das für meinen Typi brauche. Und ich gehe wieder zurück. So. Und ruhe mich hier aus. So. Dann ruhe ich da mal aus. 43 LP. Na, so ist es doch richtig. Oh ja, das ist gut. So, und gehe jetzt hier auf. Jetzt musst du ja erstmal zu deinem Lager, würde ich sagen, ne? Genau. Der will darum, das ist natürlich doof, ich muss auch außen rum gehen, sonst komme ich wieder an den Typen rein. Ja, gehen wir mal hier hin. Und hier hin. Ist ja noch ein paar Runden, sollte also kein Problem sein. Beim nächsten Mal kann ich den so dann auch hochheilen und dann können wir das dann fettfrisch beim nächsten Mal versuchen. Gut, ja, dann direkt weitermachen. Alles erscheint normal. Doch könnte ich das die Chaos Dinge verstärkt sich. Oha. Chaos macht sich im Land breit. Okay. Hat's doch schon. Hast du mich gerade zur Seite geschubst, gesagt? Ja. Weg da, Geringverdiener. Tö. du dummer Mensch, du. Du dummer Mensch. So, das also, sieht schon mal gut aus. Jetzt bin ich dran. Die Frage ist, was mache ich? Ich könnte jetzt natürlich sagen, jo, ich versuche einen Angriff. Allerdings ist meine andere Typi nicht wirklich geheilt. Weißt du was? Also ich kann ja eigentlich nochmal hier kann ich doch auch meditieren. Genau, und dann mache ich mir die Foki nochmal voll. Dann macht ihr nochmal mit dem, genau, dann macht mit dem nochmal die Foki voll. Genau, die Foki nicht, den heile ich. Ja, genau, den heilst du da. Genau. So, den jetzt ist der dann. Und dann kannst du angreifen. Ist der hier auf 835, genau, und jetzt greife ich da mal an hier. Jetzt gehen wir mal erstmal zur Hauptquest, würde ich sagen. Zack. Chaos Anführerlager. Das ist ja einfach. Na gut, dann Kampf. Mach mal. Ja. Oh, 17 hat er. So, okay, dann du bist der Erste. Ich direkt mal, und zwar körperlicher Schaden 7. Machen wir erstmal auf den da. Oh, hat viel gebracht. Das hat ja nicht so viel gebracht. Hättest lieber mal den mit der Fackel nehmen sollen, vielleicht. Ja, ich habe vergessen, vorher auszuwählen. So. Nimm mal lieber den mit der Fackel da. Dann fackel ich da mal nicht lange. Ja. So. Dylani 77. Überleg dich den nächsten Besuch. So, der hat noch eine Blutung abbekommen, der Typ. Das ist toll. So, ausgewichen. Das ist nicht so toll. Ich krieg Schaden. Ist auch nicht toll. Nimm mal lieber den Waffe linken. Waffe anlegen oder Waffe tauschen könnte ich sogar. Aha, okay. Ich nehme aber den linken und bleibe bei meinem Bogen. Ja, siehst du, da machst du schon mehr Schaden. So, dann kriegst du den eigentlich dann mit deiner zweiten, kriegst du den anderen eigentlich weg. So. So, okay, zack, den Rest darfst du machen. Aua. Und zack. So, Quest abgeschlossen. Wir haben erneut ein paar Goldmünzen bekommen. Ein Buch des Wissens, ein seltenes Manuskript über die sagenumwogene Geschichte, kann benutzt werden, um Geheimnisse im ganzen Land freizuschalten. Oh. Sammle ich. Ein verknoteter Stab, magischer Schaden.
Das ist, denke ich, was für meine andere. Die kann das gleich mal ausrüsten. Mal schauen. So, vorher hatte die 6 magischen Staaten. Jetzt, okay, ich könnte auch eine anständige Laute stattdessen nehmen. Wie setzt sich aus? Ja, plus 10 Gold-Multiplikator klingt auch nicht schlecht. Fertigkeit, Unterstützungsreichweite. Ah, durch die Laute konnte ich wahrscheinlich so nah an dich ran. Mhm. Ich setze aber bei dem hier auch aus. Die nimmt das mal mit. So, mal gucken. Muss ich mir mal angucken. Ein bisschen mehr Schaden macht er dadurch. So, danke, dass du dich um diese spitzhügigen Spinner gekümmert hast. Aber ich habe das Gefühl, dass wir sie nicht zum letzten Mal gesehen haben. Bitte, um weiterzumachen. Das Chaos ist geschwunden. Wir haben eine Chance. Okay. Vielleicht ist doch etwas Besonderes an dir. Who knows? So, es ist mir gelungen, die glitzernden Stollen zu öffnen. Begib dich dorthin, sobald du bereit bist. Questziel, saubere glitzernde Stollen im Reich der Wächterwald. Oh, und falls du etwas Zeit hast, ich habe während meiner letzten Geschäftsreise etwas vergessen. Sammle es bitte ein und bring es mir zurück. Finde dies im Reich der Wächterwald und enträtsle es Usches Grab. Okay. So, jetzt natürlich die Frage, wollen wir hier nochmal das Dungeon da machen oder was, diese dunkle Höhle oder nicht? Oder können wir machen, wir waren ja noch relativ fit. Probieren wir. Nee, oder machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Feigling. Ich würde jetzt nochmal diese Nebenquest gleich einmal machen wollen. Na dann guck mal, da kannst genau, du ja, ob du da hinkommst. Naja, ich komme ja nicht mehr dorthin. Also ich beende jetzt meine Runde und dann müsste einer, muss einer von deinen Leuten da drauf ziehen einmal. Ja, pass auf, ich gehe erstmal in mein Inventar und guck erstmal rein. Ich hatte ja irgendwo Zeugs zum Anlegen. Dachte ich. Nee, ich kann nur Bögen anlegen, wie es aussieht. Ach ne, hier, primitiver Knüppel und eine Fackel. Macht 11 Schaden, der Jagdbogen macht 6 Schaden. Das wäre natürlich toll, wenn wir das ein bisschen erhöhen durch den primitiven Knüppel. Ja, gucken wir mal, ausrüsten. Dann kriege ich 13 Schaden schon mal hin. Das ist natürlich wahrscheinlich plus 3 Ausweichen, plus 15 Schaden gegen fliehend. Fertigkeit Unterstützungsreichweite. Okay, ich lasse es trotzdem mal. Den Krachmacher hatte ich. Schwarzes Bonbon. Das schwarze Bonbon nehme ich jetzt trotzdem hier. Komm, scheiß drauf. Ja, körperlicher Schaden schadet nie. Weil ist ja direkt Schaden, ist ja keine Stärke. Da passt das. So, ich bleibe hier stehen, weil ich nicht mehr weiß, beziehungsweise ich gehe noch eins vor, weil ich nicht weiß, ob das mit dem mit der Unterstützungsreichweite klappt. Warum denn nicht? Ich kann es ja gerne mal probieren, dann gehe ich halt wieder raus. Sollte doch halt eigentlich. Rein. Ja doch, wir sind alle drei da. Okay. Ja, das ist so, Hinterhalt. Ich versuche mal einen Hinterhalt. 47% Erfolg. Jawohl. Ja, damit hast du dann halt zwei Dinger. So, warum hast du jetzt einen Knüppel? Jäger. Weil ich kann. Okay, du bist Jäger und hast einen Knüppel. Ja, okay. Genau. Aber der macht halt deutlich mehr DMG, ne? Deswegen. So, erst den Fackeltyp, würde ich sagen, weil der immer so nervt. Ja. Oh, Alter, der hat ja. Merkst Junge, du was? Junge. Oh, ich bin nochmal dran. Ja. Dann hau ich mal auf den da. Ne, mach doch einfach den linken da nochmal. Also, Ja, ich hätte natürlich einen aussortieren können, aber ich dachte mir, verschwendeter Schaden muss ja nicht sein. Weil die zwei, das schafft mein Kleiner auch noch. Man sieht ja oben, wer dran ist. Das heißt, das hätte ich eher gucken müssen. Gruppenheilung. Ja. Benutze Gottes Bart der Heilung der gesamten Gruppe. Das wäre auch noch eine Alternative. Mache ich vielleicht das? Wer ist auch angeschlagen? Eigentlich nur mein Black, also mein Jäger. Die anderen noch ganz gut, aber das brauchen wir also jetzt noch nicht. Okay. Aber schön, dass ich jetzt eine Gruppenheilung habe. So, was habe ich noch? Gruppenheilung, Waffe anlegen, Fokus nutzen, Zeitsprung. Eiltempo 70%. So, und an der Explosion. Ich mach mal Explosion, mal gucken, was rauskommt. Oh. Junge. Der ist explodiert. Du bist dran. So. Ja, das geht ja auf jeden Fall schon mal einfacher, muss man sagen. Oh, minus 12. Das war teuer. Junge. Also, na gut. Dann eben. Fokus nutzen. Ne, kein Fokus nutzen, war schon richtig. Mach mal die Gruppenheilung. Ja, ich schon gerade vor. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt. So. So, jetzt kann ich hier töten und dann gehen wir da und alle wir mit sind, vollem Leben aus dem. Frisch dabei.
Questziel abgeschlossen, Bezahlung wie versprochen. 5 EP. Stiefel des Reisenden, Rüstung ausweichen. Das wäre was für ein Mech, glaube ich. Plus 1 Wahrnehmung und Geschwindigkeit, das ist eigentlich was für meinen Jäger. Plus 1 Rüstung? Ausrüsten, ja. Das ist eher was für dich. Plus 3 Ausrüstung. Ja, Gewehr. Schild gewöhnlich, aussetzen. Gib her! Ja, gut. So, Chaos ist verschwunden. Wir haben eine Chance. Wieder. Tee kassiert. Abgeschlossen. Aha. So, Questbrett. Chaos reduzieren, Kopfgeld, Lieferung. Das ist das mit den Vieren. Du kannst ja wahrscheinlich aussuchen, was du nimmst. Lieferung, eine beträchtliche Belohnung wird dem angeboten, der mutig genug ist, den abgelegenen Keil zu nehmen. So. Der abgelegene Keil ist doch ganz in der Nähe, sowieso auf dem Weg nach oben. Wir wollten ja in Richtung hoch. Die Ledertasche müssen wir wahrscheinlich abgeben. So. Komme ich hier nochmal drauf auf das Feld hier zum. Nee. Ah, doch, so. Okay. Dienste. Heiler brauchen wir jetzt eigentlich nicht, ne? Wir sind gut dabei. Meditation vielleicht. Gasthaus. Eine bescheidene Menge an LP und Fokusliege wieder erlangt. Segnen. Ich mach mal Meditation. So. Okay. Markt. Gibt's hier irgendetwas, was man gebrauchen könnte? Benutze dies, um 15 LP wiederherzustellen. Goldwurzel, benutze dies, um 3 Fokus wiederherzustellen. Nee. Teleportschriftrolle. Ermöglicht dem Nutzer sofort innerhalb eines leeren Landsechsecks irgendwo hinzudingen. Schlagstock. Hier gibt es auch schöne Klamotten. Fischermantel. Plus 3 Widerstand. Plus 3 Ausweichen. Plus 20 Schaden gegen Wasser. Klingt auch nicht schlecht. Wie viel Gold habe ich denn? Wo steht das? Da unten 38. Ich würde mich doch sehr leer kaufen, wenn ich das da mache. Also machen wir das nicht. So. Verlassen. Und ich gehe mal ein Stückchen hier hoch. So. In die Richtung. Ach verdammt, jetzt habe ich einen Fokuspunkt verwendet. Du bist auf frisches Grab gestoßen. Ach, das war die Nebenquest. Ich danke, ich habe das Gefühl, dass ich das bald brauchen werde. Bitteschön. Abgenutzte Schaufel. Ja, um dein Grab zu schaufeln. Mhm. Deins, ja. Ja. So. Hier, so. Für die Bemühungen. Zunderbeutel. Ah, und ich kann wieder ein Lager erschaffen. Na, natürlich nehme ich das mit. Ich glaube, ihr habt alle so ein Zunderbeutel-Ding. Ja, wir müssen einen. Ja, haben wir alle. Na, umso besser. Dann sind wir jetzt wieder voll. Ich habe noch ein paar Punkte. Ich gehe hier hoch. Ich kann sogar hier hoch. Sammeln. Ja, um EP. Nice. So, der Geruch von Holz und Salz und Fisch liegt in der Luft, sobald du dich dem Hafen näherst. Waren anschauen, Dienste, was gibt der? Schiffsreparatur oder Schiff zurückholen? Da ich kein Schiff habe, wird mir auch alles ausgekraut. Waren anschauen. Bootsreparaturwerkstatt oder eine Ätztinte benutzt, um Flüssigkeit für den Kraken. Oh, Krake gibt's auch. Und ich kann mir einen Flusskur kaufen, ein Schiff kaufen scheinbar. Noch nicht. Noch nicht. Was habe ich jetzt aufgemacht hier? Zurück? Wahrscheinlich die Wiki. Ja, genau. So, okay. Dann würde ich sagen, ich gehe hier mal raus und warte hier auf mal euch. Weil ich nett bin. Ja. Na gut. Ja, dann auf. Auf. So, warte mal. Ich wollte mal ins Inventar gucken, ob die irgendwas... ich glaube, die andere hatte was. Der andere hatte was gekriegt. Da hätte ich nochmal gucken müssen. So, ich habe die zwei Dingens noch. Ich könnte meinen Stab jetzt wieder austauschen gegen eine Laute. Goldmultiplikator. Aha. Na, die Laute ist natürlich auch nicht schlecht gewesen. Allerdings behalte ich mal den Stab wegen der Gesundheit und der Gruppenheilung. Ne? Ja, machen wir. Genau. So, gut, dann kannst du hier Pause machen und du bist dran, du. Und irgendwie habe ich jemanden inspiriert. Oh, scheiße. Toll. Dafür kann ich nichts. Toll, der Beutelschneider. Aber ich helfe dir mit. Ja, das ist nett. Einer zumindest. Ist ja gut, ja. Kurz sehen, dass er... ja. Schön, gleich minus 8. So. Na dann.
Ja, hier Explosion. Und das sollte doch jetzt machen. Hättest, glaube ich, lieber Heilung machen sollen. Wieso denn? Nee. Guck dich doch mal an. Bist doch halt voll. So, dann gucken wir mal. Zack. Und da bin ich. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Ja, war's das mit der Runde und auch der Folge. Bis ja, das zur ist nächsten Folge. Schnell, muss man sagen. Sehr kurzweilig. Nee. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.